Logic 10.6 ist schon seit einer ganzen Weile draußen und dadurch, dass es kein Major-Update war, habe ich dem Ganzen nicht so viel Beachtung geschenkt. Mir sind jetzt aber erst ein paar coole Features aufgefallen von diesem Update, die ich dir natürlich nicht vorenthalten möchte. Hallo, ich bin Martin und wenn du neu hier bist auf meinem Kanal, lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ja, wie eingangs erwähnt, Logic 10.6, das neue Update, ist kein Major-Update, sind viele kleine Neuerungen. Ist draußen, ich glaube, seit November letzten Jahres und ich habe da nicht so sonderlich drauf geachtet, weil es eben, ja, wie gesagt, nur ein kleines Update ist. Aber ein paar Sachen sind mir aufgefallen, die ich doch ganz cool finde und mit denen du ganz nette Sachen machen kannst. Und das erste ist Samples per Zone und das möchte ich dir jetzt vorstellen. Wir hören mal kurz in dieses Arrangement rein, das ich hier aus Apple Loops gemacht habe. Okay, nichts Besonderes, kleines Funk-Arrangement. Was jetzt hier fehlt, ist noch der Bass. Und dann nehme ich diesen Disco Delight Bass hier. Der gefällt mir ganz gut. Und ich ziehe den gerade mal auf die gleiche Länge, dann klingt das Ganze so. Okay, klingt jetzt natürlich schon besser mit Bass. Allerdings ist es jetzt so, dass mir der Bass ein bisschen zu wenig spielt und ich würde gerne da ein bisschen mehr haben. Jetzt ist das Problem, natürlich kannst du bei einem MIDI-Loop jetzt, oder MIDI-Loop kannst du einfach verändern. Du kannst neue MIDI-Events reinmachen, kannst die verändern, kannst neue Melodien einspielen. Aber das ging bisher noch nicht, dass du das auch für Audio-Loops bei Apple kannst. Und das geht jetzt aber. Und zwar kannst du ja, wenn du jetzt hier diesen Bass oder einen Loop reinziehst, das ist neu seit Logic 10.5, kannst du hier ein Sampler-Instrument erstellen. Was jetzt hier in Logic 10.6 neu ist, ist Sampler Zone pro Note. Und was dann passiert ist, dass er dir direkt ein Instrument anlegt und dir die Noten auch gleich passend drauflegt. Und jetzt kannst du dieses Instrument direkt gleich spielen. Das ist schon mal cool. Und jetzt kann ich natürlich hier einfach neue Noten mit dazu einspielen oder mehr Noten mit dazu einspielen. Und das mache ich jetzt mal. Jetzt habe ich meine Bassfigur hier ein bisschen spannender gemacht, indem ich hier ein paar Figuren noch mit reingespielt habe. Wir können noch mal reinhören. Und so kannst du dir aus einem Apple Loop ganz einfach ein Instrument anlegen und dann direkt was dazu einspielen oder als eigenes Instrument neu was einspielen. Das finde ich keine schlechte Sache, war vorher wie gesagt nur mit MIDI Loops möglich, jetzt geht es auch mit Audio Loops. Und damit komme ich schon zum nächsten Tipp und zwar, wenn du ein Projekt teilen möchtest mit jemandem, dann solltest du es möglichst schnell exportieren können, ohne viele Zwischenschritte zu haben. Und dazu gehst du einfach hier auf Ablage und dann auf Teilen und dann kannst du hier auf Mail gehen. Und damit kannst du dieses Projekt direkt als Mail verschicken aus Logic raus. Das ist natürlich ein genialer Workflow. Ich nenne das hier einfach mal Logic 10.6. Und jetzt hast du die Möglichkeit, die Qualität einzustellen, als was du es bouncen möchtest. Du kannst es als Song bouncen, ganz normal als WAV-Datei oder eben als ganzes Projekt. Ja? Wenn ich jetzt hier auf Teilen gehe, dann und ein Mail-Account ist vorhanden, dann macht er mir das direkt in die Mail rein. Und wenn es zu groß ist für diese Mail, dann zippt er das auch gleich. Das können wir uns mal kurz angucken. Du siehst also hier das File, das gezippt ist. Und jetzt könnte ich das auch schon direkt an jemanden verschicken. Wenn dieser Anhang zu groß ist für dein Mailprogramm, wenn es jetzt GMX ist oder was auch immer, dann lädt das Logic automatisch in Mail-Drop hoch und es kommt trotzdem beim, sag ich jetzt mal, Endverbraucher an und er kann sich dann von Mail-Drop direkt runterladen. Das ist auch genial. Und es ist ein super schneller Workflow, um zusammen an Projekten zu arbeiten. Und damit geht es schon weiter zum nächsten Tipp. Und das sind viele neue Sounds. Die können wir uns mal anschauen. Und zwar, was neu dazugekommen ist, wenn ich jetzt hier mal ein neues Instrument aufmache, das sind vor allem bei den Pianos, bei Processed Pianos nämlich, sind neue Sounds dazugekommen. Bei Mallets sind neue Sounds dazugekommen. Und wir haben auch ein paar neue Keyboard-Sounds. Sehr schön sind vor allem die 80s Sounds hier. Ich habe mir die rausgesucht, die mir am besten gefallen und in die hören wir mal kurz rein.
sind ein paar ganz nette Sachen dabei, auf jeden Fall. Es sind natürlich viele Bugfixes noch gemacht worden in Logic 10.6, dass einige Sachen besser funktionieren oder wieder flüssiger funktionieren. Was jetzt zusätzlich auch noch möglich ist, ist den Step-Sequencer über dein Handy, über dein iPhone zu steuern per Logic Remote. Das war vorher auch noch nicht möglich, das könnte insbesondere für Beat-Produzenten interessant sein. Das war's schon mit meiner kurzen Übersicht zu Logic 10.6. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten Tutorial. Bis dann!